Okay, Chloe. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Life is Strange. Wir befinden uns hier in Diner, der draußen tobt, die Apokalypse, der Tornado. Wir haben aber das Foto hier von Rowan bekommen und können jetzt in die Zeit zurückreisen. Und schauen wir mal. Hey, be careful out there. Umarmen, küssen, gehen? Komm, der kriegt eine Umarmung. Küssen tun wir nur Chloe. I could use a hug before I do this. Me too. Best friends forever. Nicht übertreiben, Junge. Better go before I get pathetic and tell you not to. You're not pathetic. You're one of my heroes. And I'm going to make the right choices from now on. I swear. That's why you're Super Max. Ja, toll. Go Ape. Aber ohne mich. Okay. Das war auf der... kurz bevor die Party. Die Party ist es ja. Stimmt das Bild? Er war stinkbesoffen. End of the World Party. Da sollen wir schon alles, da sollen wir noch alles ins Lot bringen? So spät? Lebt Nathan noch? Er ist nicht auf der Party aufgetaucht. We got no time for this shit. Come on, Max. Chloe. Oh Mann. Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. Sie weiß es jetzt. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. Das stimmt. Sorry, Warren. Rachel. Let's go. Now. Chloe, wait. Listen. I can walk and listen, okay? Nein. Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you, and others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit! Nathan is the fucking serial killer! We saw the proof! Now excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Hör mir doch mal zu, du blöde Kuh! Ich hab doch hier die Kräfte. Ich hab dir schon gezeigt, dass die Kräfte auch funktionieren. Nathan ist tot, zu gefährlich. Ist Nathan jetzt schon tot, hier in dieser Zeit? Hat Jefferson ihn schon kalt gemacht? Scheinbar ja, weil wir haben ihn ja auf der Party nicht gefunden. Er ist nicht hier. Nathan is dead and you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Because I was there. Will you please tell me exactly what happened? Please. Habe ich doch eben gerade. Du wolltest mir ja nicht zuhören. Jefferson hat ihn getötet. Jefferson hat mir wehgetan. Jefferson ist ein Psychopath. Fange ich mal so an, weil sie hängt ja auch an Max. Deswegen, na, wer weiß, vielleicht wäre sie dann so sauer auf Jefferson, geht da rein und dann... das hier. Jefferson kidnapped Rachel and some other girls. He was also manipulating Nathan and he killed him. Then it's Jefferson's turn to die now. I understand why you don't want to do this and I won't blame you for not coming with me. Chloe! Stopp doch! If I'm totally strong and honest, she'll listen. I'm her best friend. Ja. Dass jemand mit dem Kopf durch die Wand will. Ich hab hier die Kräfte. Sie muss ihm nur einmal zuhören. Nathan is dead. That fucker is because will you please Jefferson ist ein Psychopath. Mark Jefferson turned out to be a psychopath. Okay, Max. Let's go in there as a team and take his ass out right now. Nope. Lass die Vergangenheit ruhen. Jefferson hat mir wehgetan. Verlass mich nicht. Chloe, I should never have run away from you like I did when we left Arcadia Bay. I know I hurt you. All I ever wanted was to make it up to you. Please don't run away from me. Max, I'm not running from you. This is when I need you the most.
This is how to make everything up to me. With your power and my gun, nothing in the universe can stop us now, Max. No, not this way. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out, and I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? Schlechte Entscheidungen. Ich hab's vermasselt, das stimmt schon. I fucked up, Chloe. I wanted to make things right, but everything turned out wrong. Max, what the hell are you talking about? Zurück in die Vergangenheit. I was able to go back in time to the last day William was alive. I stopped him from leaving, but you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You were completely paralyzed. And you were in pain. You were slowly dying, and you asked me to end your life. I did. For you. I didn't want you to suffer in any other timeline or reality. I couldn't bear the thought of you in any more pain. God, Max. That must have been awful for you. I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen, and as usual, I messed everything up, and I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's why you should come with me, so we can stay together and stay alive. I hear you, Max, but do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us and he can actually stop him. Right? I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. Aber wir wissen, er ist ein guter Typ. David war uns voraus. David hat mich gerettet. David sorgt sich um mich. Um dich. Er hat mich gerettet. Das ist das. Das ist Chloe, richtig. David saved me from Jefferson. If he didn't track down the darkroom, I'd be dead right now. Max, I had no clue. Yeah. I should have been the one to save you, but I'm so grateful David was there. So what's your plan? We tell him everything, including that Victoria is in danger. Okay. You've been through so much. I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David, and we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. Wir können ja das Foto nicht verlassen. Wir sind immer nur in dieser Szene da. Jetzt ist es an Chloe, dass sie das so macht, wie wir das gerade vorgeschlagen haben, aber es sieht gut aus. Endlich hat sie mal zugehört. Endlich hat sie mal richtig zugehört. Okay, das sieht gut aus, die Fotos. Aber was ist mit dem... Okay, die Tornado-Bilder verschwinden. Oh oh. Das verschwindet nicht. Was jetzt? Oh, Chloe! I see that the real Max is back. So, how was your time trip, dude? Shut up! Oh, you're alive! You're alive! Oh, both of us! I did so much to bring you back, Chloe. It worked. It actually worked! You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And I traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over, and I hope it was worth it, but I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Go.
Come on. I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. I'm nobody. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. Then for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look! The storm is getting bigger now. It's coming closer. Ugh, I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Just stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on it. God, look at that. Look at that monster. Who knows? This could be Rachel's revenge. Our revenge. The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on! Chloe... I've got your back, Max. Irgendwas haben wir doch übersehen, dass der Sturm nicht verschwindet. Alfred Hitchcock famously called film Little Pieces of Time. What? I'm schon wieder hier? What the hell? These pieces of time can frame us in our glory and our sorrow. I have to listen to this Jefferson lecture again. This might be hell. Auf jeden Fall. Now, can you give me an example of a photographer okay, who perfectly captured the condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Täglich grüßt das Murmeltier. Bueller. Diane Arbus. Be calm and don't freak out. Why Arbus? Yet. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally. Alter, die Vögel. Those sad mothers and children. Leute. She saw humanity. Seht ihr das? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares. Keep that to yourself. Alter. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner. What the fuck? Capture you in a moment of desperation. Everybody's gone now. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. Das macht gerade überhaupt gar keinen Sinn. Wo sind wir denn jetzt? Alter, was ist denn hier mit Kate los? You didn't die, Kate. You're alive. I want to die? War das falsch, dass wir Kate gerettet haben? Ich will sterben. I want to die. Ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben. Was geht denn hier ab? Not yet, you bastard. Was? Von Jefferson? Max, wenn du das hier liest, bedeutet das, du bist tot, Mr. Jefferson. Was? Wo sind wir denn jetzt? Oh, that's too creepy. Das ist aus dem Dark Room. Das kann ja auch nicht hier sein. Irgendwas ist hier ganz gewaltig jetzt in den Arsch gelaufen mit den Realitäten. Rachel Amber Forever. Das ist noch da. Irgendwelche... Rachel didn't deserve any of this. What? Das ist Chloe und Max, wie sie Rachel ausgraben am bescheuerten Schrottplatz. Das Foto kannst du doch gar nicht geben. Es wird immer verrückter. I see you, Max Caulfield. Was? Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Hau ihn eine rein, jetzt sofort. I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my dark room. What?
Your purity inspires me so much, and we could be so happy together. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that. No way. Ich liebe sie. Meine Selfies sind scheiße. Unsere Dunkelkammer. Danke für das Töten Chloes. Bitte was? Meine Selfies sind scheiße. My selfies are shit. I need to be framed by a real artist. I'm just a poser. Yes. You will be posing. For me. There's so many angles I want to expose you with to the world. I hope you don't mind needles or duct tape. Alter Schwede. This can't be real. I don't believe it. Das dreh nicht durch. Ja, Max, echt jetzt, dreh nicht durch. Irgendwas haben wir übersehen, was uns das jetzt hier mitteilen möchte. Oder irgendwas möchte uns vielleicht was mitteilen, was wir übersehen haben. Ja, das ist der Dorm Room mit Kerzen. Da ist Kate. Alter, ist das verrückt. Wer hat die Kerzen aufgestellt? Und was macht Kate hier? Ist Kate gestorben in dieser Realität? Aber das ist doch nie geschehen bei uns, weil wir Kate gerettet haben. Hey Kate. Max, why did you stop me from jumping? What kind of friend are you? You never understood me or what happened to me. Now my family will never leave me alone. And that means I'll always be alone. Thanks to you. Kate, that's not true. I've always been your friend. Ich hab dich doch gerettet. Ich hab dich doch gerettet. Du bist nicht gestorben in meiner Zeitlinie. Alter. Wo sind wir jetzt? Zwischen den Zeitlinien? Juliet, Kate, Max. Das sieht alles noch... Brooke, das... Ja. Ich bin der Schlüsselmeister? Sind wir jetzt hier bei Ghostbusters oder was? Und wo ist der Torwächter? Ey. Ich denke ja. Das war die falsche Tür. Was ist da? Ein Schlüssel! 218. 218 Schlüssel. Welches Zimmer ist das denn? Ist denn die 218? Das hier. Hey, ich hab doch den Schlüssel genommen. Jetzt haben wir wieder die Klamotten von Rachel an. Aber der Gang sieht. Das sind die Vermissten. Die vermissten Fotos. Rachel took my life. I'm glad she was there for you. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she was macht unsere Tür? Something happened to her. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. Wir können ja nicht immer das gleiche Zimmer, die gleiche Tür nehmen. Irgendwas muss ich hier noch sehen. Das Badezimmer? Nein. Ist hier vielleicht noch irgendwas an den Wänden geschrieben, was mir einen neuen Hinweis gibt? Hier war ich noch nie drin. Ah. Eben war der Schlüssel. Ich brauche wieder einen Schlüssel, denke ich.
Die Sachen sind alle nicht beschriftet hier. Hier steht nirgends sowas dran. Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, sexy and sassy. Ist das Victorias Zimmer? Well, das war auch nicht das Richtige. Hatte Rachel hier ein Zimmer eigentlich? Hatte sie hier ein Zimmer? Rachel Amber, die hatte hier ein Zimmer. 224. Rachel. Ist aber auch nicht die richtige Tür. Doch. Jetzt bin ich Victoria. Alter. You suck, Victoria. Fuck you, Selfie. Rachel is a whore. Aha. Jetzt ist bei 224 wieder Taylors Zimmer. Stella, Hill, Dana, Juliet, Max, Kate, Victoria. Okay. Alles beim Alten? Was willst du uns erzählen hier? Was ist jetzt? Victoria Chase Rules? I hate Victoria Chase. Now you're totally stuck in the retro zone. Okay, Max, bist zurück. Jetzt sind aber überall die Bilder an, die Polaroids an den Wänden. Sollen wir jetzt ins bei Max ins Zimmer gehen? Hier hat sich nichts verändert. Das sieht nach Max Zimmer aus jetzt, wo wir reingehen müssen. Das sind alles die Polaroids an den Wänden. Alter! Habe ich mich gerade erschrocken. Guckt euch mal die Eichhörnchen an. Fuck, ey. This one is for Samuel. Ja, ein Foto. Dafür hast du jetzt noch Zeit, oder was? Killer-Eichhörnchen. Ich dachte eben, was guckt denn da durch die Fensterscheibe? Puh, habe ich mich erschrocken, ey. Voll creepy. Okay, hier sieht's gut aus. Look at me. I'm Max Selfie. Aha. Ja, es läuft alles rückwärts. Boah, Max, ey, dein Gehirn ist irgendwann Grütze, wenn du so weitermachst. Wie verrückt das ist. Ja. Okay, das ist Episode 1. Der Anfang. Da hast du jetzt haust du dir deinen Kopfhörer rein? Okay. Was jetzt? Sogar die Musik läuft rückwärts. Wir müssen jetzt aufs Klo gehen, weil wir da Chloe gerettet haben, das erste Mal. Sogar die Texte sind rückwärts. Oh shit. Boah, wie verrückt das jetzt ist. Da! Das Reh. Jetzt zeigt uns den Weg. Hier, wo alles begonnen hat. Ist das der Schlüssel? Dürfen wir hier Chloe nicht retten? Don't try to hide, Max. Get over here. Let me capture you. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Jefferson is coming after me again. You used to be so pure, so innocent. Now you have to die. Ich sehe ihn noch nicht mal. Da ist er. Der kriegt mich nicht. Please understand. Oh, Max! Wie kommt der denn jetzt dahin? Der war eben gar nicht da. Rewind now. Autsch. Max! You used to be so pure, so innocent. Now. Kann ich nicht mal um die Ecke gucken? Ja, genau, jetzt ist er hinter mir oder was? Leck mich doch. Max! You used to be so pure, so innocent. Now you have to die.
Wo muss ich denn hin? Oh oh. Nicht hey, umdrehen! Max? Oh. Sackgesicht. Max! Wo sind wir jetzt? Wieder hier am Anfang. Ich kann hier nicht nach links oder rechts gehen. Okay. Das ist voll verrückt. Wieso der Typ da? Jetzt. Ich muss da weiter. Dreht er sich um? Ja. Okay, er geht da lang. Ich muss hier lang. Da vorne. Ich muss ans Bild ran. Geh nicht hier lang, du Vogel. Genau. Ich bin im Schatten. Good evening, Blackwell. This is Principal Wells. And I'm here to drop the mic on Max Caulfield. Maybe I'll be safe in the lighthouse. Maybe I'll wake up. Attention. I regret to announce that one of your fellow classmates, komm schon, lauf schneller. Maxine Coffin, is coffee. Autsch. Kopf tut weh. Thank you. Wait, Max. Ich bin doch zum Foto gegangen. Das Licht ist viel zu schnell. Good evening, Blackwell. This is Principal Wells. And I'm here to drop the mic on Max Caulfield. Okay, komm schon. Das Bild hier ist einfach zu weit weg. Attention, Max. Das Bild ist einfach zu weit weg. Hello, Max. Guck dir das an, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Manipulate time. Okay. So my rewind power does work here. I can use it if I'm careful. This is Principal Well. Muss ich die andere Seite gehen? Drop the mic on Max Caulfield. Laber mich nicht voll. Attention. I regret to announce. Das ist genauso weit weg. That one of your fellow classmates, puh. Maxine Caulfield. Okay, einmal noch abwarten. Tragic circumstances that I promise to investigate after I get my drink on. Oh. Klappt noch. Will Max Caulfield please come to the dark room immediately? I repeat, Max Caulfield to the dark room now. Ich gebe dir dein Dark Room. Wo ist denn jetzt der Leuchtturm hin? Excuse me. Can everybody hear me? Bin ich zu weit gelatscht? Ich bin zu weit gelatscht. Bin so blöd. Caulfield, please tie her up, Max. Nein. Lauf doch schneller! Wait, oh. Okay. Nochmal checken, wo der Leuchtturm jetzt ist. Jetzt sehe ich ihn gar nicht. Da vorne. Ich muss hier weiter bis zu dem Bild. Ich bin eben zu weit gelatscht. Okay, Leute. Das ist gerade ziemlich Mindfuck hier für Max. Wo das alles hinführt, ich weiß es gerade nicht. Das ist, scheint irgendwie eine komplette kaputte Realität zu sein, wo wir uns hier befinden. Oder auch in ihr Verstand, der gerade irgendwie kurz davor ist, auseinanderzubrechen, weil da so viel Information und Erinnerungen an Realitäten drin sind, was sie irgendwie nicht verarbeiten kann. Es geht in der nächsten Folge weiter und dann suchen wir nach einer Lösung hier. Also, bis zur nächsten Folge und danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.